Willkommen zurück zu einer neuen Folge Purgatory. Ich glaube, bevor ich hier in den Kampf mich stürze, werde ich erstmal zwei Dinge tun. Erstens, ich mache Licht an. Es ist nämlich langsam dunkel geworden, wir haben schon nachher 8. Es ist erstaunlich, dass es überhaupt so lange dauert, bis es dunkel wird. Schwupp, erstmal überall Licht anmachen hier. Und ich mache kurz die Fenster zu. Sekunde! So, dann kann es jetzt losgehen. Oh, hab auch gleich die Heizungen ein wenig angepasst. So, dann machen wir doch mal. Oh weia, ich erinnere mich. Absolut übertrieben. So. Du bist der Untere. Dann ich. My turn. Switch mal vor. Thunder God's Axe. Ja, nicht schlecht. Hat mir das auch was getan? Hä? Guck mal, das sieht aus, als ob mir das was getan hat. Warum habe ich nur noch 1-1? Komisch. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Ha. Das wundert mich sehr. Mist. Hat er wieder mit so Mühe überlebt und kann jetzt auf mich eindreschen. Aber ich muss enden. Oha. Und da ist auch so Blut dran. Blood Drain. Casting this spell will damage your health. Oh. With 30% from your max health. Alter Schwede, das habe ich gar nicht. Das wusste ich noch gar nicht. Hupsi. Sorry. Naja, erstmal kämpfen, bevor ich hier rumheile. So, nehmen wir erstmal den hier. Und bewegen ihn dorthin. Öfter. Ja. So. Das hätte ich echt nicht gedacht. Vielleicht sollte ich mir mal die Beschreibung durchlesen, bevor ich hier angreife, hä? So, haben wir hier schon einen angegriffen? Und jetzt, ich denke mal, ich heile. Um das hier zu überleben. Oh Gott. Das war noch nie so eng wie jetzt gerade. Na toll. Spinny. Jo, du. Sehr gut. Ufza. So, dann machen wir den weg.
Das ist nicht unsere. Warte. Düsen wir da mal ein bisschen näher ran. Da komme ich nicht hin. Und ich kann nichts anderes tun im Moment als Rückzug. Das ist, geht gerade nicht anders. Ja. Mach du dich erstmal den da weg. Skeletti weg. Wo ist denn hier noch jemand? Ist hier noch jemand? Ich sehe niemanden mehr. Das ist meiner. 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 Ich. Ach, das ist noch ein Enemy. Oh. Ja gut. Das sah ich da gerade nicht auf den ersten Blick. So. Alter, halt doch nicht so viel aus. Warum greifst du ihn jetzt nicht an? Bist du blockiert oder was? Okay, haben wir das. Alter. Ja, genau, haben wir gleich einen dreigeteilten Weg. Quagmire of the Damned. Oh, das war eben ganz schön happig, ne? Fand ich jetzt. Zählen wir mal unseren Neuzugang direkt wieder. Und machen einfach mal stärker, was wir schon dabei haben. Okay, also ist doch nicht so eine gute Idee, den Zauber, den ich da gestärkt habe. Huch. Ich habe mal was falsch gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, hier muss ich 30, 30. Oh, 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 zwei Pünktchen. Ah, will ich haben. Healing. Increased. Range um einen erhöht. Und um 10 increased. Das ist schön. Ja, Necromancy, boah, pff, Ghost, ne? Die sind ja mittlerweile auch One-Hit-Kill, sag ich mal. Naja. Okay, da gibt's gerade nicht so viel zu tun. Was haben wir denn hier? Black Tides, Yo-Ho-Ho and a Bottle of Infinity. Oh, das ist auch ein 15er. Quagmire of the Damned. 13er, Sticky Mud, Dozed Out of Pustules in the Ground. Das ist genau wie hier, ne? 13, 13, 15, 15. Captain's Orders. Ruined Galleries. Litter the Land. Relics of a Begone Era in Purgatory. Oh, das ist noch ein 12er. Ist trotzdem übertrieben. The learning starts now. So. Dann haben wir jetzt auch die soweit alle gemaxt. So. Und wie findet ihr das Spiel so?
könnt ihr das verstehen, dass es mir Spaß bereitet? Ich würde euch ja gerne erklären, warum das so ist. Ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist halt ein Rollenspiel. Die Grafik erinnert mich sehr an sowas wie Diablo früher, ne? Als ich eingestiegen bin, sowas zu spielen. Und es geht tatsächlich... Ne, man muss sich da nicht erst tief reinfummeln. Das geht schon. So, das geht schon. Oh weia. Nein, das ist also schon... Na, also 4 von den ganz starken, das ist schon beachtlich. Nun ja. Vor allem langsam steigt man da ja gar nicht mehr durch bei der Fülle, weißt du, wie ich meine? Langsam steigt man da echt nicht mehr durch. So. Komm mal vor. Natürlich. So. Machen wir dich da oben mal weg. Und wir machen jetzt keinen Blutsauber hier mehr. Könnte mal wieder stärker werden, finde ich. So, jetzt haben wir schon mal ein paar gekillt. So, dann haben wir noch... Naja. Na gut. Ich kann ja nichts anderes machen. Das klingt wie so ein Ghoul-Fürst aus Diablo 2. Greif mal lieber mich an. Ich halte am meisten aus, meine Lieben. So. Wow. Oh, es klingelte gerade. Ich gehe mal kurz gucken, ob das was Wichtiges ist. Bis sofort. So, sorry, falls ich vergessen hab's rauszuschneiden. Das ist mir ja schon durchaus das ein und das andere Mal vorgekommen. Ich habe ein Päckchen bekommen, ist gestern angekommen. Ich hatte auch irgendwas im Briefkasten. Warte mal, wo war das denn? Hier ist es. Aber das stand nicht gestern. Heute ist ja schon der siebte. Nee, heute ist der neunte. Und das hier ist vom siebten an die es mir vorbeigebracht haben. Ich tue das trotzdem mal weg. Dann wird das wohl das gewesen sein. Weil die werden mir ja nicht eins geben, was gestern ankommt. Und eins, was vorgestern kam, werden sie nicht behalten. Ich denke mal eher, dass die Frau es entgegengenommen hat und er wusste nicht genau, wann es ankam. Ach, Pringles. Nom nom. Ach ja. Oh.
Ja. Sehr produktiv. Das einzige Nervige an Pringles, wenn die per Post kommen, ist, dass die immer so zerflubbelt sind. Dass da ganz viele drin kaputt gecrushed sind. Aber sind ja trotzdem leckere Dinger. Und ob ich die nun ganz wegschnapse oder in Einzelteilen, das klingt ja fast schon brutal. Schmecken tun sie jedenfalls so oder so. So. Erwische ich dich noch? Nö. Oh Mann. Menno. Kann doch nicht angehen. Jetzt aber. So. Jetzt krieg ich den auch nicht mehr. Weißt du, er ist so zwei Felder weiter. Nö, ist unerreichbar. Hm, ist klar. Stell dich mal davor. Weil mich kann er ruhig. Ich halt von allen am meisten aus. So. So. Haben wir's. So. Und zapp. So, dann wollen wir doch mal langsam hier so ein bisschen, ne? Dann hauen wir ihn nochmal. Wobei, er kann ja noch einmal. Das reicht ja. Dann schicke ich den weiter vor. Und von hinten. As my allies and I crested the brow of a great dusty hillock, I spied a stone structure of some kind. Perhaps a tomb. I am Xus, and I fear nothing. We ventured inside, expecting nothing but dusty cobwebs of black widow kind. But Alice, we did find something. There in the center of a large chamber stood a pedestal. Balanced on its head was a bowl of shimmering quicksilver. I leaned in for a closer look, and an image sprang to mind. The road of kings overrun with bandits and brigands, the capital full of dying women and children. And I knew, without a doubt, that I was gleaning a glimpse into the realm of the living. Okay. Was haben wir hier? Smuggler's Cove. Great chests. Bursting with swag. Ah ja. But what use is gold in the afterlife? Wahrscheinlich überhaupt nix. Another tomb lay not so far from the first, and this one too was heavily guarded. Ignore. Also das war jetzt 13. Das hier war jetzt 15. Also quasi 13, 13, 13, 15, 15. Hieß das nicht auch schon so? Nee. Stimmt, das war Quagmire of the Damned hier. Dann nochmal, Quagmire of the Damned. Soll das so sein, dass es genauso hieß? Witch Snack. Werden wir da wohl erstmal weiterkämpfen, oder? View. So, wir haben den hier bekommen. Zählen wir den mal wieder. Max, 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 max. So, dann haben wir jetzt alle gemaxt. Und wie sieht's hier so aus? Da brauchen wir die 30er, ne? Das heißt, hier geht's auch noch nicht weiter. Wobei doch, wir könnten. Hier Afterlife, ne?
Ich würde es einfach mal machen. Warte mal. Nö. Warte. Ah, okay. Thunder God's Ex habe ich nur gerade gelesen aus dem Augenwinkel. Ich dachte schon, ich hätte mich verklickt oder so. Ich hatte schon wieder Schiss. So, da. Sehr gut. Nee, weil das mit der Heilung, das ist ja durchaus sinnvoll. Von daher dadurch durchaus gut, dass wir es mitgenommen haben, hier die Strecke. So, da endet das mit den Smugglern. Aber ich wollte ja erstmal da weitermachen. Battle! Naja gut, das ist schon viel. Aber wir hatten schon mehr, ne? Das sind zwar auch viele Starke dabei, aber das ist okay. So, komm du mir mal nahe hier. Jo. Jupp. Na dann, end. Schön wäre, wenn maximal zwei, aber wenn man die in einem Zug nicht bewegt, dass die, die nur einen haben, dann noch einen dazu bekämen, wenn man sie einen Zug lang nicht bewegt. So als ausgeruht quasi. Das fände ich schön. Aber naja. Die ganzen Gespenstis. So. Naja, jetzt sind sie uns doch noch ein bisschen weiter weg, ne? Reicht schon wieder nicht zum Angreifen. Das ist jetzt sehr dumm. Oh. Das ist jetzt wirklich dumm. Ich hätte zwei weiter vorn stehen müssen. Aber dann können wir uns das ja mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schöne Zahl. Also bei 7 müssten wir stehen. Dann wären wir gut. Nicht bei 5. Enno. Das ist jetzt echt dumm. Das nimmt uns sehr viel. Das können wir quasi echt nur einmal angreifen mit unseren hier. Oh Mann. Ja. Puh. Da bin ich ja fast schon sprachlos. Nein, du doofe Spinne. Oh Gott. Ich würde auch auf ihn draufklicken. Ah, bis jetzt. Da geht der. Alles wieder gut. Behindert. Behindert. Das lassen wir uns mal schön vermöbeln hier. So. Nehmen wir den erstmal weg. Düsen wir hier hin. Hauen dem erstmal eine. Wie hoch ist deine Range? Reicht. So, das ist mein Ellie. So, wo bist du? Da. Ich sag, glaube ich, auch relativ wenig hier während des Spiels. Weil du kannst auch gar nicht so viel dazu sagen. Du musst dich auch immer relativ anstrengen, wo du hin und so, ne? Weil man muss ja immer alle irgendwie im Blick behalten. Sonst wird das ja nix. Let me show you a thing or two. Und, ja. Naja.
Was soll ich sagen? Ja, ich muss enttören. Nee, also wie gesagt, erstmal habe ich jetzt schon heute so viel aufgenommen. Ich nehme jetzt schon seit, weiß ich nicht, 8-9 Stunden auf irgendwie. Wie viel habe ich heute aufgenommen? Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist die 10. Folge, die ich aufnehme heute. Und wir übertreiben ja auch im Moment sehr mit diesem Spiel hier. Und nach 10 Folgen hast du einfach nichts mehr zu sagen, wenn du das an einem Tag machst. Aber ich wollte halt auch nicht aufhören. Aber es ist jetzt auch schon 8:30 und ich wollte, es ist Sonntag. Morgen komme ich wieder zu nix, weil ich den ganzen Tag unterwegs bin. Und dann erst Dienstag wieder mit irgendwas planen kann. Deswegen müsste ich das heute irgendwie machen, was ich machen will. So, wen haben wir hier noch? Nur noch uns. So, machen wir den erstmal platt und heilen uns dann so ein bisschen. Sehr schön. Ja. Nee, also wie gesagt, dann werde ich wohl Nacht jetzt wenig Schlaf bekommen. Um 7 muss ich hoch, aber ich wollte unbedingt noch Diablo zocken mit einem guten Freund. Deswegen, also das geht gerade gar nicht. Dass ich hier nicht wegkomme. Das ist unglaublich. Naja. So, wir bekommen einfach einen Breath. Naja. Und wieder teilt sich hier der Weg. Ist ja unglaublich. Warlock Pass. The site of a great battle between two powerful spirits and their amassed armies. 13. Death's Door. Iron Kali, where souls go to die. Or person or something. Pass on. 13. Also sind jetzt alles 13er bis auf Ditte und Ditte da. Also noch ein Jahr dich brauchen wir jetzt, glaube ich, gerade nicht so wirklich. Okay. Und wir haben jetzt endlich mal wieder über 30. Das ist ja auch schon mal schön. So. Physical und Magical Damage. Frozen Spears. Ja, es wird Zeit, dass wir mal selber auch ein bisschen stärker werden. Ne? Durchaus. Dass wir nicht immer die ganze Arbeit bei unseren Allies lassen. Und jetzt sind wir wenigstens auch mit allem durch. Nee, der hier fehlt mir noch. Der ist da noch dran. Dann sind wir komplett überall hier hinten. Und sind hier am Anfang ganz durch. Aber wie weit das hier noch geht. Oh, wenn man das möchte, ne? Ich glaube, ich habe das Spiel unterschätzt. Von der Länge her. Habe ich. Ich glaube, ich höre jetzt auch erstmal auf für heute. Also es sind jetzt echt also ich glaube, wir brauchen Abwechslung. Es ist jetzt die 6. Folge, das gleiche Spiel. Ich glaube, wir spielen morgen einfach mal was anderes. Ich behalte das 100%ig auf Platt und wir machen das auf jeden Fall auch weiter. Was ich dann hier machen würde, ist, dass ich ihn hier selle, den letzten relativ vergleichsweise schwachen. Und das war dann, da wir jetzt nur noch 6 haben, weiß ich das dann nächstes Mal. Das war dann irgendwie erstmal nochmal versuchen, einen von den starken Jungs zu bekommen. Ne? Wo gab's die? Wo haben wir den gewonnen? Oder ist das Zufall? Wo war die gewinnen und so? Naja. Jedenfalls, ihr seht halt, die Karte ist zwar jetzt größtenteils aufgedeckt, aber ihr seht ja auch, dass es hier noch überall lang geht. Und hier unten ist noch alles dicht. Weil hier halt 15 ist, tue ich das noch nicht. Bis ich nicht mit den niedrigeren durch bin. Deswegen seht es mir nach. Wie viel haben wir es geschafft? Also, das ist hier Start gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Level haben wir jetzt geschafft. Und es gibt noch 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Also wir haben nicht mal die Hälfte, glaube ich, von dem, was noch alles verdeckt ist und was wir noch sehen. Von daher, wisst ihr, was intelligent wäre? Wenn ich an dieser Stelle aus Purgatory ein eigenes Let's Play mache. Ne? Also da ich mich ja schon dafür ausspreche, boah. Ich werde mich da gleich noch mal mit mir und auch anderen und so eventuell, ich berate mich da noch mal. Aber ich glaube, es wäre intelligent, weil, wie gesagt, wir haben jetzt ja tatsächlich so jetzt die 6. Folge. Und ich habe schon nach 6 Folgen Let's Plays abgeschlossen. Also das ist eigentlich nicht mehr Mini. Das geht nicht. Kann man so nicht machen. Ich mache hier erstmal einen Strich. Und ich werde mir merken, dass ich das wohl doch eher ein eigenes Let's Play von mache. Also falls ich die ganze Zeit noch von Mini-Let's Play gesprochen habe, tut mir leid. Falls ich dass ich beim Vermieter eben geklingelt hat, dass ich das nicht mit hier, das tut mir leid. Tut mir leid. Aber naja, das heißt, tut mir leid. Es ist doof gelaufen, aber entschuldigen ist immer so, als hätte man Schuld an irgendwas. Und das würde voraussetzen, dass Menschen einem gegenüber Forderungen haben dürften. Aber dem ist ja nicht so im Leben. Von daher müsste man sich auch nicht entschuldigen. Man tut alles, was man tut, während man es tut, im besten Gewissen, dass es das Richtige ist. Wenn es bessere Wege gäbe, die hat man dann aber zu dem Zeitpunkt nicht gesehen, sonst hätte man es anders getan. Also ist alles, was man je getan hat, für den Moment okay gewesen, darf abgesegnet werden, in Zukunft aber besser getan werden, was aber trotzdem keine Schuldigkeit ist, sondern eine Unbewusstheit zum Zeitpunkt des Tuns. Und daher gibt es auch keine Schuld. Und daher auch keine Entschuldigung. Also sagen wir uns einfach mal, danke an all die Menschen, die einfach dieses mini kleine Spielchen so lange durchhalten mit mir. Und wir spielen es weiter und es wird ein eigener Titel. So, fertig. Einfach mal Butter bei die Fische und nicht eventuell und Mann und könnte und Entschuldigung und Ne? Wir sind hier ja nicht mehr im Kindergarten. Also gibt's hier Entscheidungen. Gut, meine Lieben. Ich mache hier gerade Kerzchen an. Ich habe jetzt fast alle Feuerzeuge weggeworfen. Ich habe nur noch 2 hier liegen von, weiß ich nicht, 20. Außerhalb von meinem, dass ich jetzt immer unterwegs damit dabei haben werde. Das Schöne. Gut. Wie das aussieht wie so ein kleines Master Sword hier, ne? Auf jeden Fall, das Spiel macht Spaß. Von daher bis die Tage. Aber ich denke mir, auch wenn ich das als eigenes Let's Play. Nee, wisst ihr, ich mache jetzt so viel Mini-Let's Play schon wieder im Moment. Ich könnte dieses Let's Play einfach mal auf Platte lassen, dass ich für alle Fälle immer noch mal was zum Hochladen habe. Ja, das machen wir. Und das Invasion, weil das die erste Purgatory-Folge, die Finger mit Invasion an. Aus Invasion mache ich einfach eine einzige Folge von Mini-Let's Play, die dann zwar sehr kurz ist, aber im Endeffekt, es ist mein Kanal. Ich darf das mal machen. Das ist eine Ausnahme. Weil die Regel ist, dass ich eh immer überziehe. Ne? Da kann ich auch mal eine kurze Folge raushauen. Deshalb, das markiere ich mir hier bei Purgatory. Das bedeutet, dass Purgatory, also da haben wir 223 da. Das heißt, es geht mit 224 weiter. Und das davor, das ist alles Purgatory. Gut, haben wir das geklärt, meine Lieben. Also wir haben das einstimmig entschieden. Ich habe eine Stimme. Oh Mann. Okay, also bis morgen. Und in dem Falle, wenn wir hier jetzt gerade im Purgatory Let's Play sind, ich nutze das halt als Lückenfüller, falls ich gerade mal irgendwie nicht dazu kam, irgendwas hochzuladen, dann kommt morgen ja wieder Purgatory, ne? Dann schieben wir das dazwischen. Oder es kommt irgendwie, während Mini-Let's Play schon läuft. Muss ich gucken, wie ich das alles schaffe. Wird schon. Irgendwann kommt's, ihr werdet's schon sehen. Was ich auch sehr praktisch finde, ist, dass meine Vermieter jetzt neue im Treppenhaus überall neue Dinge angebracht haben, neue Klingeln. Die sind jetzt nicht mehr so beige, vergilbt schon, sondern richtig strahlend weiß. Und so eine kleine rote Leuchte, die dann auch leuchtet, wo man drauf drückt, dass man weiß, das ist Licht.
dass man das auch findet, wenn es dunkel ist und nicht raten muss, wo es klingelt, wo es Licht und nicht, dass ich bei Nachbarn klingle oder so. Und bei den Klingeln hast du jetzt überall noch eine Möglichkeit, auf den Klingelschaltern ist überall eine kleine Schiene mit bei, dass du deinen Namen damit reinschreiben kannst und so. Also, schöne Dinger. Schön, ja, nee, doch, das ist, meine Vermieter kümmern sich voll hier um das Haus, das finde ich schön. Das machen heute nicht mehr so viele. Aber auf den Sonntagmittag fand ich es merkwürdig, dass da jemand was ausgetauscht hat. Wahrscheinlich ein Bekannter von denen. Gut, ich sagte mal, tüdelö.